Wir sind jetzt unterwegs zu einem kleinen Abenteuer und da möchte ich euch mitnehmen. Und zwar fotografieren wir heute vom Boot aus. Herzlich willkommen zum nächsten Video. Ich bin hier heute mit meiner Frau unterwegs und wir werden da jetzt Boot fahren gehen. Also habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht, das ist fotografisch schon mal ganz was anderes und wir brauchen anderes Equipment. Da ich vorher schon Blässhühner, Haubentaucher und einen Schwan gesehen habe, habe ich auch heute von der Kameraausrüstung dementsprechend eingepackt. Also ich habe quasi das 100 bis 400 mit auf der einen Kamera und auf der anderen Kamera habe ich das Normalobjektiv, also das 32 bis 64 drauf. Ich bin schon sehr gespannt, was heute uns so erwartet. Das Kamera-Equipment habe ich in einem ganz einen stabilen Koffer, der ist stoßfest und wasserfest und der schwimmt auch. So, wir sind da unterwegs auf dem schönen Grundlsee und abgesehen davon, dass uns so der erste Schwan verjeigt hat, haben wir noch nicht viel gesehen. Aber wir sind auf dem Weg Richtung Nordosten. Sehe ich schon. Da vorne bei der Bank in der Gegend ist er sitzen geblieben. Wir haben jetzt nämlich gerade einen Eisvogel gesehen und der, also ich weiß nicht, ob sie schon mal euch damit beschäftigt habt, Eisvögel zu fotografieren. Man sieht sehr häufig welche, hört sie noch häufiger. Die haben ein ganz charakteristisches, hohes Pfeifen. Um Tiere aufspüren zu können, macht es Sinn, dass man sie die Geräusche einprägt und diese dann quasi deuten kann. Also wenn ich weiß, okay, da muss irgendwo ein Eisvogel sein, dann schaue ich ja gleich nach was ganz was anderem. Also dann weiß ich einfach auch, was ist das Tier, nach dem ich ausschaue halt. Und dann finde ich das natürlich auch dementsprechend schneller. Ich rechne jetzt da nicht damit, dass ich da weiß gerade, was für unfassbar tollen Eisvogelfotos machen kann. Die meisten Eisvogelfotos, wo der formatfüllend drauf ist, sind aus Fotoheiz oder aus Tarnzelten, Tarnverstecken oder so aufgenommen. Aber ich genieße das jedes Mal, wenn ich so ein schönes Tier sehen darf und beobachten darf, wie er blitzschnell übers Wasser pfeift. Baumstämme spiegeln sich da so schön im Wasser.
zeige euch das einmal. Also da hinten die Störelemente versuche ich zu vermeiden. Das heißt, ich würde versuchen, einen Ausschnitt zu finden, der mir gut gefällt. Also da das Schild auf der rechten Seite ist leider auch nicht sehr schön. Das heißt, wir werden ein kleines Stück noch zurücksetzen und dann versuchen, da einen ansprechenden Ausschnitt zu finden. Was mir besonders gut gefällt beim Bootfahren, sind häufig die Uferlinien. Es entstehen einfach so wunderschöne, abstrakte Figuren und Muster. Das nehme ich immer wieder gerne auf. Auch für den Fall ist das Tele mein Objektiv der Wahl. Durch unsere Wellen, die wir da erzeugen durchs Boot, werden die Spiegelungen von den Bäumen so verwischt. Und das schaut eigentlich ziemlich schön aus. Das macht sehr elegante, abstrakte Effekte. Wir drehen uns irgendwie echt. Wir brauchen hier mehr Wellen. So, also jetzt da habe ich die vertikalen Bäume, hinten ist es hell, so wie sie bei meinen Fingern seht zum Beispiel. Und durch die Wellen entstehen eben so schöne Muster und die Muster möchte ich jetzt fotografieren. Und die Wellen, die da entstehen, sind wirklich sehr, sehr, sehr schön. Also das gefällt mir voll gut. Das sind so wie so Bienenwaben, so ganz feine Muster. Und ich fotografiere mit unterschiedlichsten Brennweiten, um da einfach gewisse Details herauszuarbeiten. Weil einerseits kann ich auf die Wasseroberfläche, auf die Verwerfungen scharf stellen und zum anderen habe ich eben die Möglichkeit, die Bäume im Hintergrund als Hauptmotiv auszuwählen. So, wir sind jetzt angelandet auf so einer kleinen Sandbank und jetzt haben wir uns einmal einen Kaffee verdient. Ob wir es uns verdient haben, weiß ich nicht, aber wir trinken trotzdem einen.
Hund und der Schwan und alles. Vielleicht wartet auf Hund. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Die abstrakten Motive, die vom Wasser aus möglich sind, faszinieren mich jedes Mal wieder aufs Neue und das ist einfach so cool. Die Bewegung, das Reduzierte und vor allem auch das Entschleunigende. Wenn ihr jetzt auch Lust gekriegt habt, einmal sowas zu machen, dann meldet euch. Wie gesagt, ich biete Workshops an, ich mache alle möglichen Arten der Naturfotografie und nehme auch Leute mit auf einer kleinen Paddelfahrt an einem schönen See. Naja gut, dann paddeln wir weiter und wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.